Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und mit mir spielt die? Mathilde. Genau. Blutrote Nacht 2. Wir sind über unseren, ja, bei unserem neuen, bei unserer neuen Heimat, sage ich mal. Und waren heute schon fleißig. Die waren bei unserer alten Basis. Große Laufwege gemacht und dann wieder hergekommen. Basisverteidigung weiter ausgebaut und ja. Bin ich hier noch am Holzhacken, bis die blutrote Nacht einbricht. Ich kümmere mich doch schon mal ums Gemüsebeet. Genau. Ich überlege gerade, habe ich genug Pfeile? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall noch einige Pfeile gemacht. Na, ich bin bei 230, sollte reichen, oder? Ja, wenn nicht, machst du dir noch mal schnell neue. Ja, gleich, wenn ich reingehe. Ja, was wir nicht mitgenommen haben, waren Waffen und Munition. Das haben wir mal vergessen. Oder keinen Platz mehr gehabt, sagen wir es mal so. Ich habe lieber Erste Hilfe und Nahrung. Was hast du mitgenommen? Hauptsächlich auch Nahrung, dass ich was anpflanzen kann, dass wir möglichst schnell uns Eintöpfe machen können. Und ein bisschen Baumaterial. So, hier Richtung Metalle und Electrical Parts, Mechanical Parts, dieses Zeug. Ja, also wenn wir Moped haben, dann können wir mal zu einer alten Basis fahren und den Rest abholen, aber geht echt schon einen halben Tag flöten, nur um hin und zurück zu laufen. Ist nicht wenig. So, das Beet ist auch aufgesetzt. Sehr schön. So, jetzt muss nur Essen fertig werden, ne? Jo, ich habe noch ein paar Stacheldraht, die ich im größeren Rahmen nochmal verteile, dass da vielleicht auch ein paar Zombies sich festhaken. Als zusätzliche Verteidigungslinie. Ja, immer gern gesehen. Also das habe ich auch gern. 25 Pfeile gleich gefunden. Top. Oder sagen wir mal so Federn und aus den Federn gleich Pfeile gemacht. So, dann nutze ich jetzt noch die restliche Zeit, um nerviges Gras zu entfernen. Dann sieht man nämlich die Zombies, die auf dem Boden sind, sehr viel besser. Du sagst Bescheid, wenn du bereit bist, den Boden, den Eingang dicht zu machen. Noch haben wir Zeit, also. Ja, ich wollte dir nur sagen, du bist derjenige, der sagt, wenn es reingeht. Klopp dann einfach noch ein bisschen mit hier. Gras wegmachen. Scheiß Gras, geh weg, Gras. Böses Gras, stirb. Hol mal Licht an, damit ihr auch was seht. So langsam wird es ja schon etwas dunkler. Und ein unheilvoller roter Himmel. Der Himmel hat auch seine Tage. Allerdings in einem anderen Zyklus, alle 7 Tage blutet er. Ja.
dagegen auch Binden gibt. Allerdings ist deine Periode nach einer Nacht beendet. Ein Traum. Das Gras ist in Überzahl. Ich krieg's nicht weggeschlagen. Es ist zu viel. Ich bin schon... Sieht schon gut aus. Preisfotze. Was sind denn das hier für Ausdrücke? Bitte. Ja, vor der blutroten Nacht kann ich die dumme Kuh nie gebrauchen. Alter, hat die mich noch erwischt? Dumme Kuh, du. Okay. Hast du schon einen Stachelknüppel? Hast du den gefunden oder hast du den gebaut? Was? Den Stachelknüppel. Den habe ich gefunden. Ja, lass mal rein, komm. Hopp. Okay, ich komme. Hopp, 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 hopp. So, ist zu. Sehr schön. Mir fällt gerade an, ich muss ja meine Frames bauen. Ich falle ja immer runter. Hier sind noch 3 Frames in der Kiste. Ja, ich glaube, die habe ich mir bereitgelegt. Oh, du bist ein bisschen durchsichtig bei mir. Du bist ein Geist und ich bin bei dir unsichtbar. Mathilde, der Geist, der mir in die... Weiß ich nicht, beißt. So. Bitte was? Ich sollte noch was trinken, bevor es losgeht. Ja, Essen, Trinken ist eine hervorragende Idee. Mach ich mit. So, dann bin ich mal gespannt, von welcher Seite die kommen. Und ich sehe gerade, dass wir hier noch einen so einen dicken, fetten Stein haben. Der wird definitiv noch weggekloppt. Der stört mich massiv. Ja, hatte ich jetzt keine Zeit. Ja, ich hatte ihn auch nicht im Blick, dass der so nah und so störend ist. Sie können auf jeden Fall da nicht draufklettern oder nicht rüberklettern. Also können sie auch durchbuddeln. Ja, gucken, von wo die kommen. Glaube ich auch, dass die sowas machen würden. Ich höre schon einen. Ja, ich habe auch schon was quietschen. Hinterm Haus. Westseite. Yeah.
Wieder so viele Ziele, da weiß man ja gar nicht, wo man zuerst drauf schießen soll. Eine Güte, ist das ein Gruselt bei dir? Ja, die wollen alle zu mir, alle zum Heinrich. Hoffentlich hinterlasst ihr auch alle ein Abo. Oh, Hund ist auch hier. Ein Hoch auf den Stach. Ach, da ist da wieder die Menge hinter mir. Riss dich einmal um, ey, 20 Leute hier. Echt, zweimal daneben geschossen. Sind 20 Viecher da? Und schießt daneben. Ich bin gerade sehr froh, dass wir auch Stacheln unterm Balkon haben. Ja. Ich kann jetzt mal so meinen Bogen reparieren. Ich gehe auch mal woanders hin, nicht, dass sie wegen uns da in die eine Ecke angreifen. Haben sie komplett weggemäht, die eine Ecke da? Ja. Kommt zu dir. Ist die nicht bei dir hinten? Die muss unterm Ding sein. Ja, die ist ziemlich bei dir um die Ecke gelaufen eigentlich. Ah, hier unten ist er. Jetzt ist sie nicht mehr.
Kommt aber wieder was. Ich bin gejagt. Ich bin versteckt. Ich bin gejagt. Ich bin versteckt. Schön für dich. Ja. Ja, komm zu dir. Hihi, das war ein Kopf. Jetzt bin ich versteckt. Ich bin Gia. Dann kommt was zu dir. Gucken wir mal. Ich höre eine Spinne. Oder ich bilde mir ein, eine zu hören. Keine Ahnung. Ja, ich sehe sie auch. Das war eine Spinne. Bin wieder gejagt. Jo, da kommt doch was. Wo ist... Der ist bei mir gerade in den Boden gesunken und wieder rausgekommen. Verspürt. Oh, sieht ja gut aus da. Voll der Leichenhaufen. Ja. Alles weggemäht. Darum wollte ich ja mal in die andere Ecke, dass sie nicht mehr die Ecke angreifen. Da hinten kommt was. Haha! Oh. Der musste jetzt noch sein, ne? Ich hatte den eh schon aufgelegt und abgedrückt gehabt. Kommt wieder was, ich bin gejagt. Ich bin gespürt. Ah, gut, sehe ich nicht. Ist es schon tot? Ja. Aber ich bin gespürt. Oh, warum müssen die immer da hinkommen, wo ich nichts sehe? Gut geschossen. Oh, gejagt. Also aus der einen Richtung packe ich später mal irgendwie Stacheln oder Stacheln. Ein Tourist kommt. Der hält immer so viel aus, ey. Das hält er nicht aus. Nee. Ich geh auch mal meinen Bogen reparieren. Mach mal. Schön. Noch nicht mal zu den Stacheln gekommen. Fantastisch. Ja, das haben wir schon bei 2 Zombies geschafft. Wir sind gut. Hier bei 3, da liegt noch einer so weit vorne. Aber ich sehe ihn noch nicht. Jetzt sehe ich ihn, das ist ein Kriecher. Boden ungefähr. Nach Westen.
Westen sehe ich nicht. Schöner Schuss. Bin jetzt auch bei Bogen schießen auf 25. Und du bist schon bei 50 oder so, ne? Kommt einer bei dir links so ein bisschen? Wow. Das scheint eine Spinne zu sein. Ich sehe ihn auch. Ja. War eine Spinne. So, 90 Minuten noch. Das sollte machbar sein. Wir haben ja noch keine Spucker-Polizisten. Nee, aber... Ist er tot? Ja. Ups. Aber ich muss den Weg gleich wieder freikloppen. Ja, ja. Hätten wir mal so nett sein können und am Haupteingang angreifen können. Stimmt, dann müssten wir da nicht so viel aufräumen. Ja, nicht so viel kloppen. Toll. Liegt genau unter dem Mann, ja. Ein Zombie. Die Stacheln haben ihm den Rest gegeben. Ja, ich hab nochmal auf den Arsch geschossen. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Toll, dass die Fackeln trotzdem weiterbrennen. Ja. Letzte Stunde. Sind die Fackeln auch für dich weit genug weg gewesen? Ja. So dicht dran brauchen wir die ja nicht mehr, dafür haben wir ja unsere tollen hellen Lampen. Also ich bin gejagt, aber ich sehe noch nicht von wo. Wahrscheinlich wieder irgend so ein elendiger Kriecher. Bin nur gespürt. Ja, die siehst ja nicht im Gras, das ist das Problem. Wenn wir noch einen zweiten Verteidigungsfall haben, so wie du hier angefangen hast mit Stacheldraht, dann... kommen alle nur noch gekrochen. Oh, ich höre ihn. Ah, ich glaube, der kam aus deiner Richtung, das Geräusch. Ja, ich frage mich, ob der da auch vom Westen wieder so angerückt kommt. Ja, irgendwie kommen sie ja alle aus der Richtung heute. Ja, mehr aus Norden eigentlich. Nee, direkt aus Norden. Ah, ich sehe ihn auch da. Ups. Ah, da kommt noch einer. Alter! Das war ein Schuss. Aus dem Laufen hin. Ein Schuss und tot. Nicht schlecht, Herr Specht. Kann ich das nochmal? Ne, das war nur Glück. Der ist direkt unter mir, jetzt da. Okay. Hey, bleib doch mal stehen! Dreimal Schadensbonus gekriegt. Der Business-Typ, der hat bestimmt zu viel Dings geschnupft hier. Kokain? Kokain.
Irgendeiner kommt noch. Das wird wahrscheinlich der letzte sein. Ja, da hinten sein. Es sah gerade so aus, als ob er auf dem anderen Zombie ausrutscht. Ich gehe unten rum und hack den Eingang frei. Boah, und ich hack die Zombies klein hier. Also einige Zombies sind echt geizig. Nichts dabei, einige zumindest. So, jetzt ist der Eingang frei. Jetzt können Zombies geklopft werden. Messbecher habe ich hier gerade gekriegt. Oh, das ist gut. Der hatte ordentlich Munition. Oh, ich fange gleich schon mit Reparaturen an. Ja, ich bringe das den Zombie rein. Wow. Knochen sind auch immer sinnvoll zu behalten, weil aus Knochen kann man später hier Kleberzeug machen. Jo, das war jetzt der zweite Tag Blutrot. Gut überstanden. Ja, finde ich auch. Aber so richtig Tolles haben sie nicht hinterlassen. Nee, leider nicht. Gammelfleisch brauchen wir ja nicht, ne? Verrottetes. Das ja, ja. Daraus kann man zwar rein theoretisch Dünger machen, aber... Brauchst du nicht für deinen Landwirtschaftskram da? Nee, ich habe einfach ein großes Feld angelegt und... Das wird früher oder später sowieso genügend sein, dass wir das gar nicht mehr so regelmäßig ernten müssen.
Hier sind einmal noch Filzsporen. Ja, habe ich dir hingelegt. Sehr schön, dann kann ich die gleich pflanzen, weil Pilze brauchen immer so lange, bis die wachsen. Oh, hier ist ein Klauenhammer drin. Warum laufe ich hier mit dieser scheiß Steinaxt rum? Das weiß ich nicht. Ich habe den Klauenhammer extra für dich gefertigt. Ja, vielen Dank. Habe ich dir sogar gesagt vorhin. Ja, es war vorhin. Ich wollte gerade sagen, du hast einen Zombie. Was bist du? Ein Zombie hat keine Helmlampe. Ja, und ist nicht so getarnt wie du. Ja, also ich würde sagen, gucken wir auf den Tacho. Der sagt 31 Minuten, reicht hin. So. Jetzt müssen wir uns immer überlegen, was wir machen. Und wir überlegen mal und ja, euch wünschen wir noch viel Spaß. Haut rein, abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen und Kommentare sind auch mal gern gesehen. Ja, das war's. Haut rein, ciao. Tschüssi.